Hey Girls, was geht ab? Sind wir männlich? Sind wir männlich oder nicht? Die Space Frogs haben ein Video hochgeladen. Sind wir wirklich Männer oder nicht? Das ist die Frage. Das schauen wir jetzt gleich mal rein. Und ist das unmännlich? Oder ist das männlich? Wir haben... Fleisch ist männlich, außer es kommt von Frauen, dann ist es weibliches Fleisch. Ich auf Instagram gefragt, das mag ich nicht essen. Was ihr männlich und unmännlich findet. Und ihr habt ein paar interessante Antworten gegeben. Schauen wir doch mal, was die Leute geschrieben haben. Steine in den Fluss werfen und Affengeräusche machen mit den Jungs. Okay, let's go. Wir bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, wie männlich das ist. Schreibt es immer in den Chat. Ich würde sagen, das ist eine stabile 8 von 10. Sehr männlich, sehr männlich. Je größer der Stein, desto besser. Also, wir hatten noch nicht Steine in den Fluss geworfen und Affengeräusche habe ich auch schon mal gemacht. Rennen, um Bus zu erwischen. Ey, das muss jeder. Das habe ich gehasst damals. Ich bin immer mit der Bahn gefahren. Wie ein Opfer. Ja, Opfer fahren mit der Bahn. Heute werde ich mit dem Privat-Luxus-Auto kutschiert. By the way, oh, ich muss mich über einen aufregen. Okay, warte, wir schauen ganz kurz. Das ist unmännlich? Ja. Wieso? Ja, wahre Männer warten. Die nehmen das im Kauf. Einmal im Bus hinterher gerannt, meine Einlagen haben sich verschoben und dann hatte ich die übelste Zerrung. Alter. Aha, das heißt, du bist unmenschlich. Bist du noch nie im Bus hinterher gerannt? Der Tram eher. In der Tram hinterher. Ja, das zählt auch. Okay, also beide. Benzin trinken, 10 von 10 männlich. Okay, pass auf, da gab's einen Typ in meiner alten Schule. Der hieß Sebastian. Der Sebastian, der Trottel, okay? Ich war mit meiner Freundin zusammen, okay? Mit meiner ersten Freundin. Und der Sebastian hat gedacht, es wäre witzig, wenn er meiner Freundin schreibt so, oh ja, komm, lass mal treffen, oh, ich will dich küssen und bla bla bla. So ein Vollidiot, okay? Und dann hat mir meine Freundin das halt so geschrieben und bla bla bla, na, da gibt es den Sebastian und sowas. Schreibe ich dem Sebastian. Ich schreibe, servus Sebastian, wie wär's, wenn du einfach mal die Fresse hältst und sowas. Und der Sebastian, weißt du, was der mir zurückgeschrieben hat? Ich wünschte, ich hätte den Chat noch, aber das ist so lange her. Er hat mir sowas auf die Art geschrieben von, ah, was bist denn du für einer und bla bla bla. Und ich weiß noch, er hat eine Sache geschrieben, das war ungefähr so auf die Art von, ah, du fährst mit der Bahn, ich lass mich herumkutschieren von meinem Fahrer und wenn ich dich sehe, dann wird er dir über den Fuß fahren mit dem Mercedes oder irgendwie so. Er hat das wirklich so gesagt. Ein Monat ist vergangen, ich steige in die Bahn, sitzt da der Sebastian. Gehe ich zu ihm hin, setz ich mich hin, sagst du, servus Sebastian. Wo ist denn dein, also es war nicht so cool im Nachhinein, ich erzähle es viel cooler, na, aber ich setze mich hin und sage so, na und, wo ist denn der Fahrer und sowas. Und der Typ hat mir wirklich gesagt, ja, der Fahrer ist im Urlaub, drum hat er mit dem, das ist by the way eine echte Story oder so, das ist kein Scheiß oder so. Es war natürlich mega unangenehm und mega uncool und sowas, aber jetzt in meinem Kopf im Nachhinein, das war sick, sitzt er einfach in der Bahn, Alter. Baggert meine Freundin an, sagt dann, er wird mich mit seinem Fahrer überfahren. Und dann huckt er da, Alter. Trinken. Jawohl! Vor allem mit 14, Alter. Selbst wenn du einen Fahrer hättest, dann wäre das Papageld oder sowas. Wow, cool. Hey, schau mich an, ich habe nichts erreicht, aber mein Dad hat Kohle. Mit also Knoppers, danke dir. Ist das eine Vorstufe von Benzin? Nee, warte mal. Ist brennbar. So, also ich habe auch nie Benzin getrunken. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe es mal geschmeckt aus Versehen. Ich habe Sachen in den Mund genommen. Kind krank melden. Sehr un... Aber Benzin riecht sehr geil. Ich mag den Geruch. Mensch. Ey, du hast kein Kind. Ich habe mein Kind noch nicht krank gemeldet. So lange gab es überhaupt auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Deswegen männliches Faschisch, Bro. Jetzt ohne Hose durch die City steppen. Zählt das auch zum Beispiel deine Minirock? Ist das dann männlich? Ja, nee, ich glaube, ich bin auch nie ohne Hose durch die City gesteppt. Verdammt, ich bin so, ich so unmännlich. Ah, scheiße, Mann. TikTok-Raver nee. Ist unmännlich. Ja, wir haben nichts mit TikTok zu tun. Also, nee. Ja, also haben wir ein Glück, ey. Nachos mit Käsedip. Ja? Warte mal. Ja, ich auch. Habe ich auch schon mal gegessen. Sich im Bus an der Stange festhalten. Das mache ich nicht, Mann. Ich bin immer freihändig unterwegs. Echt? Ich hab diesen Männlichkeitsstand. Ey, das ist... Nee. Männlich ist es, im Bus oder in der Bahn an der Stange sich festzuhalten, dann kommt irgendein Trottel her und will sich quasi da, oh, ich will zu dir an die Stange oder, oh, kann ich mich an deiner Stange festhalten? Ihr wisst, was ich meine, obwohl dann daneben noch was anderes frei ist und du bleibst aber auch beständig. Ich stehe immer so da, mit der Leine in der Hand und meinem Hund so im Anschlag, weißt du, und immer so leicht breitbeinig. Und dann, genau, dann machst du immer so. Und wenn du dann so einen Ausgleichsschritt machen musst, auch richtig schön. Festhalten im Bus ist 0 von 10. Ja, ich lach dich aus, wenn es dich aufzahlt im Bus. Also, wenn du den Boden berührst. Genau. Dass die Nachbarn das unter uns auch noch hören. Und wenn irgendjemand dann guckt, dann guckst du in die Augen so. Ja, Hängedinger sind viel männlicher. Oh. Möchtest du das regeln, hä? Möchtest du da was klären? Okay, du hast jetzt also einen Punkt
bei unmännlich. Ja, ich muss ja meinem Sohn auch ein Vorbild sein und ihm zeigen, dass er sich festhalten muss. Das sind für Weicheier. Ja. Auf den Boden rotzen. Ja, nee, das mache ich nicht. Das ist richtig unmännlich, oder? Ich wünschte, ich wäre so männlich, um das zu machen, aber... Ja, die Kids, die ja mal breitbrettig da sitzen und so hinrotzen, da denke ich mir auch mal so... Leute, die in der Turnhalle auf den Boden gespuckt haben, sind heute... arbeitslos. So sieht's aus. Ja, die da so. Aber ich bin und arbeitslose Menschen, die wollen wir hier nicht. Kein Hurensohn. So sitzen dann. Ist so männlich, Alter. Wenn man beim Pissen sitzt. Entschuldigung, das soll unmännlich sein? Das mit den Arbeitslosen ist, by the way, ein Spaß. Ich war auch schon das eine oder andere Mal. Ein Großteil der Deutschen setzt sich hin beim Pinkeln. Warum sollte man stehen? Ja, das ist super, weiß ich nicht, anstrengend. Ich meine, mit jedem Mal, wo du dich quasi hinsetzt und wieder aufstehst, trainierst du deine Beinmuskulatur. Okay. Ziemlich episch. Ja, das haben wir gemacht. Seinen Schwanz in Desinfektionsmittel zu baden, ohne zu schreien. Ich müsste erst das eine machen, um rauszufinden, ob ich dabei schreie. Baden? Ganz ehrlich, das letzte Mal, als ich gebadet habe, war das so die größte Qual überhaupt. Ich fühlte mich wie so ein Hummer. Weißt du, Ja. Baden ist gar nichts für mich. Das werden so viele Leute nicht nachvollziehen können, aber duschen 10 von 10. Langsam stirbt. Nägel schneiden. Oh, shit. Scheiße, ich wusste... Oh, mein Gott. Und was? Ich hab das die ganze Zeit gemacht, die ganzen Jahre. Ist es dann männlich, wenn man sie abkaut, oder muss man sie einfach verbrauchen, abnutzen? Nee, du entweder das oder nimmst eine Machete. Den Batman-Song zu tragen. Den Thong Dong Dong Schlange Dong Dong. Geil. Ja, ich finde Tangas leider unbequem. Ich finde auch, die graben sich zu sehr in die Ritzen rein. Mhm. Ich habe Geständnis. Ich habe so eine Winter-Tights jetzt zum Joggen. Das sind halt quasi so Leggings, also halt so lange, enge Hosen. Ja. Und da drin ist es halt übelst schwierig, wenn man noch eine Unterhose anhat. Die Basic Hygiene ist so unmännlich. Das macht überhaupt keinen Sinn, als ob sich diese Leute gar nicht die Nägel schneiden. Es geht ja nicht darum, dass du dann immer gepflegte Fingernägel hast. Es geht darum, dass du niemals deine Nägel schneidest. Außerdem Körperpflege ist was sehr, sehr Nices. Werde ich nie nachvollziehen können, wie Leute sich darüber lustig machen können. Also wenn du jetzt for real über drüber und 40.000 Gesichtscremen und sowas halt verwendest, dann ja, okay, also jetzt wirklich, also immens. Dann ist es halt dein Ding. Dann ist jetzt auch nicht unbedingt unmännlich, weil es gibt auch sehr viele männliche. Dann ist es halt einfach eine andere Art von Hobby oder so, keine Ahnung. Aber ich würde mich selber als sehr gepflegten Menschen sehen, weil das einfach angenehm ist. Es ist einfach angenehm, sich frisch zu fühlen. Weißt du, was ich meine? So eine Boxer. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch zum Joggen so Slips. Gefühle zeigen. Zeige ich Gefühle? Eigentlich nicht wirklich, war auch wenn ich es will. Das ist so, weißt du, das ist bei mir einfach Standard. Ja, ich meine, auch Wut und so ist ja auch eine Emotion, also ein Gefühl. Nee, das ist Common Sense. Wut. Du müsstest halt quasi als... Ich glaube, du bist so unmännlich, um das... Resting egal. Bitch. Das pisst mich aber auch immer an. Ich bin auch kein Mensch, der Gefühle zeigt. Aber nicht, weil ich das irgendwie verberge oder sonst was, weil habe ich auch schon ein paar Mal gehört, so, ja, zeig doch mal Gefühle und bla. Wisst ihr, was ich meine? Halt so jetzt von Ex-Freundinnen oder vom Sebastian oder so. Na, Spaß. Aber so, ich bin einfach nicht der Mensch dafür. Es gibt einfach Menschen, die machen das nicht. Oder es gibt einfach Menschen, die haben auch nicht so, die sind auch nicht so emotional. Ich bin kein sehr emotionaler Mensch. Also bin ich eigentlich überhaupt nicht. Face rumlaufen und dann bist du quasi männlich. Wenn die alles egal ist, weißt du, ice cold, Digga. Auf Lego treten und den Schmerz unterdrücken. Ja, was soll man sonst tun? Ja. Sterben? Haben wir alle gemacht. Ich hab das so weggesteckt, Mann. Wie ein großer. Einkaufszettel schreiben. Fuck, okay, ich krieg einen Unmännlichkeitspunkt. Scheiße, Mann. Aber ey, wenn das so viele Sachen sind, vergesse ich halt immer eine Sache mindestens. Und das ist halt dann nervig, weil dann muss ich nochmal losfahren. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich schreib mir die Sachen auf und vergesse sie dann trotzdem. Rohes Fleisch essen. Zählt Fisch? Nee, ne? Und was ist mit, wie heißt das andere? Salami? Ist Salami roh? Warte. Ist geräuchert. Aber das ist, glaube ich, dann nicht roh. Roh. Und was ist so mit, hier mit Met? Zwiebel-Met-Scheiße? Ne, Met ist roh. Ne, ha. Perfekt, oder? Geil, dann krieg ich Männlichkeitspunkt. Ja! Lollis lutschen. Nee, mach ich nicht. Ich hasse Lollis. Ja, okay. Lollis, scheiße, Mann. Roh ist nein, Met. Wir sind gleich. Wisst ihr, was das Ekelhafteste überhaupt ist? Diese Met-Igel. Ich weiß nicht, was Deutschland... Teilweise für Deutschland hat wirklich sehr, sehr viele sehr wichtige Erfindungen und Sachen auf die Welt gebracht, ohne die es heute einfach nicht mehr geben würde. Aber fucking Met-Igel. Halt auf mit den unmännlich. Deutschland kriegt einen Minuspunkt auf jeder Ebene. Punkt. Ja, du Lutscher, du. Deabo. Ihr wisst nicht, was ein Met-Igel ist. Um Gottes Willen. Met-Igel, das ist das Ekelhafteste, was ich jemals gesehen habe. Wer macht sowas? Setzt sich dann zu Hause hin, das hier. Siehst du den Amigo und dann beißt du da einfach rein? Was? Prinz Markus von Met. Prinz Met von Anhalt.
Das ist so nah. Kleiner Lutscher, du. Aber Lollis sind so toll. Okay, sind wir bei Kreuzritter? Ja, ist das ist wirklich? Kein, was soll das heißen? Ja, bist du ein Kreuzritter? Bin ich ein Kreuzritter? Nein. Wir töten nicht für Jesus. Wir sollten damit anfangen. Schuhe binden und dabei gesehen werden. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich jemals dabei gesehen wurde. Vielleicht gucken alle mal weg. Kannst du dich daran erinnern? Ist das wirklich geil? Ist man... Beißt du da einfach rein? Oder wie machst du das? Oder schneidest du so ein Stück runter mit so einer Gabel und so? Erinnern, dass ich mir mal jemals die Schuhe gebunden habe? Ja. Okay. Mich hat auch jeder schon mal die Schuhe binden sehen. Wir haben, glaube ich, bestimmt in einem... Jeder auf der Welt. Wir haben bestimmt in einem Video uns mal die Schuhe angezogen oder so. Also das Weirdeste, was ich mal gesehen habe, war in einem Hotel. Da war ich mit meinem Dad in Dortmund. Und ich habe eine Asiatin gesehen, die saß so schräg gegenüber von uns. Ich glaube nicht, dass es generell asiatisch ist, nur ich habe mir gedacht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist es eine andere Esskultur. Und die hat sich eine Scheibe Ananas genommen und hat dann Butter drauf geschmiert. Und hat diese, also Scheibe Ananas mit Butter drauf und dann hat sie sie so gegessen. Und ich verstehe bis heute nicht den Sinn. Warum ist das, ich verstehe nicht genau, warum das unmenschlich ist. Wahre Männer tragen Klettverschluss. Ach so, deswegen. Oh, ich will wieder Klettverschluss haben. Gartenpartys. Gartenpartys sind männlich. Und ratet mal, wer einen Garten hat. Und ratet mal, wer eine Gartenparty schon gemacht hat und ihn nicht eingeladen hat, weil es, hups. Ich habe keinen Garten, aber ich war schon mal auf einer Gartenparty. Wir sind so männlich, Alter. Draußen an der frischen Luft ein bisschen Würstchen aufspießen. Also nicht unsere eigenen. Und dann übers Feuer halten. Frappuccino trinken. Ich weiß nicht mal, was das ist. Klingt irgendwie gut. Gut, ich weiß nicht. Also Butter ist ja einfach nur Fett und Fett, genau, für die Vitamine, genau. Fett verstärkt dir nur den Geschmack. Aber du hast ja, du schmeckst ja dann nicht mehr Ananas, oder? Das sind diese Starbucks. Ananas genauso widerlich wie Matt Eagle. So, jetzt pass auf. Dying Shrimp, du wirst gleich wirklich sterben, wenn ich zu dir nach Hause komme, ja? Stinger. Und ich glaube, haben wir definitiv auch zusammen, glaube ich, so einen Starbucks-Scheiß getrunken. Ja, aber Kaffee, ich habe Kaffee getrunken. Mein Gott, dann kriege ich einen Unmännlichkeitspunkt. Ich hasse das bei diesen Cafés, die einfach keinen Kaffee haben. Wir haben alles mögliche, aber keiner, weißt du, kann ich da hingehen und sagen, ich hätte gerne einen Kaffee. Nee, nein, dann heißt es das. Willst du einen Americano, willst du einen Cappuccino? Ich will einen Kaffee, fucking normalen Kaffee. Ja, Mann. Einfach schwarze Plörre. Du musst dann... Ein Matt Eagle ist nur eine dekorative Abrichtung vom Matt bei einem Buffet, um sich dann was davon zu nehmen und auf das Brötchen zu tun. Ach so. Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Ich dachte, Free, du machst... Ja, sicher habe ich gedacht, man beißt da rein. Es ist ein fucking Igel aus Met. Was soll man sonst damit machen? Was dachtest du denn? Was soll ich denken? Ich dachte, das ist ein Gericht. Ich dachte, das ist so wie Beef Tartar oder sowas, dass du da so das Fleisch bekommst. Du hast das fucking Matt-Igel oder sowas. Wie Käseigel? Was ist ein Käseigel? Was ist mit euch? Na klar, ein Käseigel. Na klar, Alter. Ein Scheiß, gibt's das? Käseigel! Okay, das macht noch mehr Sinn. Junge, ihr wollt mich doch verarschen. Was packt ihr nicht in einen Igel? Gibt's bei euch einen Ananas-Igel, maybe? Das ist ja der Wahnsinn. Aufwacken, Dude. Du musst einen Kaffee-Cremer sagen. Warum Cremer? Ja, ich weiß. Ja. Hupen, wenn jemand nach einer halben Sekunde, in der die Ampel grün geworden ist, ja, nicht unbedingt losfährt. Da muss ich sagen, ist meine Freundin männlicher als ich. Ich habe da alle Zeit der Welt. Ich kann nicht hupen. Ich habe keine Hupe. Ich habe auch kein Auto. Frauen zu schlagen. Ist sehr unmännlich, ja. Ja. Aber in welchem Kontext Frauen schlagen? Okay, schnell weg, schnell zum nächsten. Sich zu öffnen. Ja, Selbstverteidigung. Das macht dann schon Sinn. Emotional erfordert Stärke. Generell Leute zu schlagen ist nicht cool. Kacke. Warte mal, aber ich dachte, Gefühle zeigen ist unmännlich. Also, ich krieg hier Mixed Signals. Ich bin verwirrt. Ich öffne mich nie. Ich bin so offen. Man kann mich lesen wie ein Buch. Arschhaare rasieren. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie soll man das hinkriegen. Das war schon immer ein Mysterium. Wie rasiere ich mir die Arschhaare? Wirklich so zwischen den Backen da am Arschloch. Ah, das ist wie einfach. Wie soll man das rasieren? Ja, du stellst dich einfach in die Dusche irgendwie so und machst dann so. Du scheinst Erfahrung zu haben. Soll ich dir einen Punkt geben? Nee. Ich habe das nur mal gesehen bei anderen Leuten, die sich die Arschhaare rasieren. So. In der Gym weißt du, wo ich jeden Tag pumpen gehe. Das wäre so eklig. Man hockt einer auf der Bank oder so in so einem Podest in der Mitte der Umkleide. Ich hab sie mal getrimmt tatsächlich, aber nicht rasiert. Rasieren ist nicht dasselbe wie trimmen. Natürlich ist Trim rasieren, du dumme Nutte, Alter. Nein, Mann, in die Kommentare damit. Sachen weit werfen. Wie kommt man auf solche Fragen? Okay, Achselhaare rasieren, männlich oder nicht männlich?
Das ist die Frage. Und ich sage euch, Real Talk, das ist das Beste, was du machen kannst. Ich rasiere mir auch meine Achselhaare hin und wieder, weil, und das ist der fucking Lifehack, den dir niemand sagt, wenn du Achselhaare hast, ich schwöre bei Gott, wenn du Achselhaare hast, dann stinkst du extrem schnell, wenn du schwitzt. Weil diese Haare nehmen diesen Geruch auf. Wer denn nicht? Männlich? Safe mache ich auch. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, das ist nicht männlich und sowas. Viel Spaß, oder? Dann stink einfach wie ein Hund, oder? Aber ich nicht. Ich möchte gut riechen, ja. Außerdem juckt das doch die ganze Zeit, wenn du die ganze Zeit Achselhaare Vollgas hast. Das ist sehr männlich. Kann ich auch. Weitwerfen ist sehr hilfreich bei deinem Sohn zum Beispiel. Wenn er nämlich irgendeinen Scheiß anstellt und halt irgendwo weit weg ist, dann kannst du ihn bestrafen von weit weg auch, so remote quasi, ohne ihn berühren zu müssen direkt. Den Arsch abwischen. Nun, also ich habe mir noch nie den Arsch abgewischt, denn ich bin ja okay. Ich glaube, wir kriegen hier beide einen Punkt. Verdammt. Aber ich habe wirklich Geschichten gelesen von Männern, die sich nicht den Arsch abwischen. Ich kann aber auch verstehen, das ist schon ziemlich schwul, wenn man sich an einem Arschloch rumspielt. Sehr schwul. Könnte ja gefallen. So, sich ab und zu in den Bauchnabel fassen, ist männlich. Ja, ich muss da sowieso rein, weil da sammeln sich immer ganz viele Flusen durch die Haare am Bauch. Also sehr männlich das Ganze. Wir stecken unseren Finger in die richtigen Körperöffnungen. Ja, in den Bauchnabel. Will nicht in den Arsch. Kleiner Löffel sein. Ja, bin ich nicht. Du warst noch niemals der kleine Löffel? Nö. Hä? Okay, das kann ich mit Stolz sagen, dass ich auf jeden Fall schon mal der kleine Löffel war. Unmännliches Stück, Alter. Sechs Bier trinken am Dienstagabend. Wir sind YouTuber und wir haben das auf jeden Fall schon mal gemacht. Und wir waren auch Schüler. Ist aber dabei. Okay. Was ich weird finde, wir waren am Weihnachtsmarkt in Salzburg und du kriegst dort um 4,20 Euro oder sowas ein 0,33 Liter Bier. Und ich denke mir jedes Mal bei solchen Sachen, wer kauft sich sowas? Also real talk, wer kauft sich sowas? Du kriegst einen halben Liter Bier um unter einen Euro im Supermarkt. Und dann zahlst du viermal so viel, zahlst viereinhalbmal so viel fast, für fast die Hälfte. Wie macht das Sinn? Und dann gehen da welche hin und die kaufen sich so 5, 6 Bier. Wo ich mir auch denke, ja, wenn ich 5, 6 Bier trinke, kleine Bier, weißt du, was ich meine? Dann, ja, okay, dann habe ich vielleicht einen Rausch, so. Aber dafür zahle ich halt dann, keine Ahnung, 20 Euro oder so. Alter, her, dass ich 6 Bier hatte. Bier ist voll widerlich. Ey, schön, dass du so denkst. Ich wünschte, ich würde auch so denken. Dienstagabend getrunken habe. In Läden Klamotten kaufen. Hä? Wo soll ich sie sonst kaufen? Oder? Generell Klamotten zu besitzen. Hoffe ich einfach, dass sie gekauft werden. Nee, du musst dir einen Fuchs oder sowas in Berlin jagen und töten. Und dann häutest du den und machst dir daraus Unterwäsche. Nee, ich zahle den Eisenpreis. Bluten. Bluten ist männlich, aber ist auch unmännlich, finde ich. Aber ey, ich habe schon mal geblutet. Ich habe auch schon mal Blut gespendet. Ich habe viele Sachen mit Blut gemacht, Mann. Ich habe mal richtig heftig geblutet. Bei deiner Nase? Ja, Alter, ey, wenn Nasenbruch blutet, wie scheiße. Das ist richtig übel. Döner nicht aufessen, ja. Super unmännlich. Ja. Also es gibt keinen Grund dafür. Ganz ehrlich, Döner ist jetzt auch nicht so krass viel, dass ich den nicht schaffen würde. Ich kann ihn jetzt nicht. Ich kann es verstehen, wenn du davor schon Döner gegessen hast. Direkt davor. Und wenn ich meinen zweiten Döner hole, dann esse ich den auch. Eis am Stiel abbeißen. Ich würde euch so gerne so viele Storys erzählen, weil da gibt es so gute Dinge. Aber das Ding, was mich am Döner am meisten stört, Döner ist eins von den besten Gerichten, die es überhaupt gibt, aber manchmal kriegst du einen Döner so, dass er zuerst das Brot aufschneidet, dann gibt er den Salat rein und dann gibt er halt den Rest rein. Und dann isst du das und dann hast du am Ende nur noch Brot mit Salat. Und das ist halt auch nicht das Wahre, weißt du, was ich meine? Habe ich schon gemacht. Erzähl alles. Ich war einmal ultra betrunken, weil ich habe viel zu viel getrunken. Ich habe das komplett unterschätzt und es ist mir gar nicht gut gegangen. Also es war überhaupt nicht lustig. Und dann habe ich mir den Döner geholt, nämlich. Und dann bin ich mit diesem Döner so gegangen und da war eine Abonnentin. Da war ein Kollege von mir und dessen Freundin, die hat mich geschaut und das war das erste Mal, wo sie mich gesehen hat und ich war ultra betrunken mit einem Döner in der Hand und ich habe gar nicht gewusst, wo oben und unten ist. Ach, natürlich. Aber zu besoffen sein und sowas ist so ein ungutes Gefühl. Kaktuseis und komplette Spitze abknüddeln. Bei Starbucks bestellen. Haben wir beide leider schon gemacht. Ja, wenn es halt der einzige Laden ist, der so ist, sowas ist willst du machen? Manchmal geht's nicht anders. Was willst du tun? Ehrlich sein. Ja. Jeder war mal ehrlich, aber jeder war auch mal unehrlich. Genau, aber ich würde schon sagen, dass wir beide ehrliche Typen sind. Deswegen haben wir auch funktionierende Langzeitbeziehungen. Ehrlichkeit
Vertrauen, Transparenz und Sex. Gut, lange. Wenn er wegen einer Krankheit stirbt. Hey, ich bin zum Glück noch nie gestorben. Gott, ist auch nicht. Aber geil. Kein Punkt. Gepflegte Hände. Also ich schneide es mir schon relativ regelmäßig. Meine Hände an sich sind nicht abgefuckt. Ich habe keine Ahnung, was gepflegt ist. Du hast, weiß nicht, was sich manche Leute vorstellen. Weißt, wenn du so richtig, richtig ekelhafte Hände hast, ja, such dir eine Frau, die du damit anfassen kannst. So ein Ding am Daumen. Einfach gesunde, ein gesundes Maß an Grundhygiene ist echt nicht schwierig zu haben. Alle paar, ich weiß nicht, wie oft schneide ich meine Fingernägel, alle paar Wochen oder so, die wachsen ja auch voll langsam. Mal kurz die Fingernägel oder Zehennägel schneiden, das dauert 5 Minuten. Hier und da mal vielleicht zum Friseur gehen oder dich duschen oder deinen Bart vielleicht pflegen oder sonst was. Das ist nicht schwer. So, das ist nicht gepflegt. Ich habe so viel mit Beton gearbeitet, dass meine ganzen Hände komplett zerstört waren. Ich musste zur Apotheke und mir eine spezielle Salbe holen, um sie zu pflegen und wieder Feuchtigkeit reinzukriegen. Ja, jugendlich ist auch nochmal was anderes, weil da bist du komplett überfordert. Als Kind kannst du herumlaufen und du schwitzt gefühlt fast gar nicht und du stinkst nicht und sowas und da bist du Jugendlicher und zack, auf einmal hast du überall Haare und stinkst komplett und sowas. Kriegen, also bin ich sowas von männlich. Gebrauchsanweisungen, Bauanleitungen lesen. Niemals. Jetzt bin ich verwirrt. Haben wir Punkte? Selbstvertrauen. Ja. Ja, Mann. Zumindest bei gewissen Sachen. Gib mir mein Selbstvertrauen. Dankeschön. In allem. Obwohl es ja Selbstbewusstsein ist, wenn man sich bewusst ist, dass man auch etwas nicht kann. Ja. Im Haushalt helfen. Fuck, wir kriegen Unmännlichkeitspunkte. Allein auf einer Parkbank sitzen. Saß ich auf jeden Fall schon mal. Du auch, sicherlich. Und wir haben da sicherlich auch keine illegalen Dinge gemacht. Im Endeffekt, das Männliche ist halt, dass du alleine da sitzt, in der Dunkelheit und traurig und einsam bist. Schon sehr männlich. Ja. Flasche mit einem Flaschenöffner öffnen. Das mach Ding ich ist nicht. Also ich meine, habe ich vielleicht schon mal gemacht, aber in der Regel benutze ich immer was anderes. Also ich habe definitiv mehr Flaschen mit einem Feuerzeug aufgemacht. Und vor allem kriege ich Bonuspunkte, weil ich früher mein Nokia-Handy benutzt habe, aber auch auf die wirklich brachiale Art. Nicht die Klatschart, sondern die ich hau dagegen und tu mir auch noch hier meinen Ballen weh. Ich mach das meistens auch an Mülleimern oder sowas, so Blechmülleimern, wo du dann so auf die Ich muss immer so, ich fahre fast dann zu weinen, wenn ich sehe, dass das jemand mit seinen Zähnen macht. Es tut mir so weh. Kante, anlegst ein Umraufhaus, auch geil. Wie machst du Flaschen auf? Mit einem Flaschenöffner. Oder es gibt voll viele, die du so oben drehen kannst. Ja, aber ich habe keine krassen Flaschenöffner-Skills. Ich habe nur Flaschen-Leer-Skills. Ach, Spaß. Stark für an. Alkohol ist keine gute Sache. Andere sein, obwohl man selbst komplett am Arsch ist. Ja, did do that thing. Ja, ich meine, mit Kind ist man mal halt völlig am Arsch. Hat keine Wahl. Man muss stark sein. Stark ist ja auch einfach, man muss halt weitermachen. Flauschesocken tragen. Du hast jetzt gerade Flauschesocken an. Ich tu sowas nicht. Zeig die verdammten Socken. Danke. Steuererklärung. Das ist voll geil. Flauschesocken, beste Steuererklärung, ganz schlecht. Macht es nicht. Hinterzieht Steuern. Machen wir nicht. Nee. Wird für uns gemacht. Ja. Fingernägel lackieren, so unmännlich. Ich bin kein Hater. Hater, aber sieht mies scheiße aus. Hey. Ich finde, manchen steht das sehr gut. Aber ich finde es auch eher feminin. Okay, wer hier heute verliert, muss ich die Fingernägel lackieren. Nein. Ein Werkzeugkasten. Bei manchen Leuten passt das wirklich sehr gut. So Tadel oder sowas könnte ich mir vorstellen damit. Hat er wahrscheinlich eh schon mal gemacht. Aber bei mir wird es nicht gut ausschauen. Das muss einfach zu der Person passen. Ich besitze einen Werkzeugkasten. Ja, ich habe mir auch jetzt ich besitze zwei Werkzeugkästen geholt. Bremsspuren aus dem Klo bürsten ist unmännlich. Nee, ganz ehrlich, dafür kassiere ich mir gerne den Unmännlichkeitspunkt. Ja. Warum ist es männlich, seine Scheiße irgendwo liegen zu lassen? Alles, was mit Holz zu tun hat, sehr männlich. Ja, wir haben auf jeden Fall mit Holz Sachen gemacht. Ja, Mann. Ich baue gerade ein Gartenhaus zusammen. Ja, stimmt. Ich habe einen eigenen Fernsehtisch gebaut, den ich nicht mehr habe. Aber aber episch. Beim Schuhwechseln. Ich habe in meiner Schule, auch hier wieder kurze Story, habe ich mal was mit Holz gelernt quasi. Das war eine Schule und die war halt explizit so auf Holztechnik und solche Geschichten und sowas. Und ich war der Allerschlechteste in unserer Klasse. Und ich weiß noch, da war einmal also unser Lehrer, wir mussten zwei Holzbretter so schnitzen oder schnitzen oder wie auch immer man das nennt, dass quasi, dass du quasi diese du schnitzt hier so Kanten rein, weißt du, was ich meine? Sodass du diese zwei Holzbretter dann so ineinander stecken kannst und die halt fest bleiben. So, genau, also so ungefähr musst du dann schnitzen. Na, weißt du, genau, Baumstuhl war das. Komm, verpiss dich, dickes Brummel. Na, Kanten, Nuten, was weiß ich, wie das heißt. Genau, Nutten oder so. Und der ist dann hingegangen, das war ein richtig lustiger, das war voll der Schwanz, der Lehrer. Und der ist dann zu mir hergekommen. Ich bin da gerade am Werken, na? Und er schaut sich das so an und er schaut mich so an und er sagt so, na und?
Sind sie normalerweise Brillenträger? Ich habe gesagt, nein. Ich würde sagen, das... Ein ganz lustiger. Und jetzt schau mich an, jetzt bin ich Influencer. Ha! Ich lebe deinen Traum. Das ist ein Punkt für dich. Weil ich wette, der wollte auch Influencer werden. Das war ganz bestimmt sein Traum. Ups. Aber nicht für mich. Du Arschwichser. Ich blinke nicht. Oh Mann, ey. Na, for real. Also, es ist ja, toller Witz und sowas, aber bring deinen Schülern was bei, anstatt hinzugehen und den halt zu verarschen und sowas. Gegenhaare. Hab ich. Zählt. Ja, hab ich. Cool. Boah, ist mehr geworden. Im Gym sich im Spiegel betrachten aus allen Winkeln nach dem Pumpen. Ich geh nicht ins Gym. Ich auch nicht. So ein Glück. Bier, Fußball und Frauen belästigen. Bier, die heilige Dreifaltigkeit. Ja, Bier und Fußball belästige ich auf jeden Fall. Ja. Fußball, nee. Und Frauen belästige ich allgemein auch nicht. Ja, allgemein nicht, aber in Spezialfällen schon. Videospielen zählt das, weiß ich nicht. Ja. Also diese Kombination machen wir jetzt nicht. Diese Kombination, die einzelnen Sachen, ja. Aber die Kombination daraus, nein. Zu viel Parfüm, sei doch ein Mann und stink ein bisschen. Ja, Mann, einfach mal nicht so viel waschen. Ich bin eh kein Fan von Parfüm. Nee, ich habe halt wirklich das Problem, dass wenn Leute zu eingedieselt sind und mir vorbeilaufen, dass ich husten muss. Es ist nicht mal so, dass ich die Haut von Babybells mit essen. Blödsinn, Alter. Es kann nie genug Parfum sein. Alle Leute regen sich immer drüber auf. Ich rieche halt so schlecht, weißt? Ich habe keinen guten Geruchssinn. Aber immer wenn so eine Oma an mir vorbeigeht, die so extrem eingeduftelt ist, dann ist es das einzige Mal, wo ich das so rieche. Kann man, Alter? Kann man das? Ist das nicht Wachs? Ich esse einfach, wenn dann so Käse. So echten Käse, ja. So richtigen Käse. So Männerkäse. Warum gibt es nicht Männerkäse und Frauenkäse? Ey, das gibt es bestimmt irgendwo. Ja, ich würde sagen, ja, ich hätte jetzt eher gedacht, dass Baden ist, weißt du? Ja, Baden ist schon unmännlicher als Duschen. Ja, unmännlichen ist Baden und Duschen ist eher männlich. Vor allen Dingen Kaltduschen. Schaltwagen fahren. Ich fahre einen Schaltwagen. Ich fahre einen Schaltfahrrad. Junge, mein Dad sagt auch immer, ja, ohne dem Schalten wird das gar keinen Spaß machen und sowas. Ja, macht ultra viel Spaß, wenn der vor dir 15 km/h schnell fährt, sodass du gerade nicht in der zweiten fahren kannst und auch gerade in der ersten sich so, weißt du, was ich meine? Und im Stau stehen und sowas. Boah, ist das unmännlich, wenn ich jedes Mal fucking beide Füße benötige, anstatt dass ich einfach kurz, wupp, und der fährt dann von alleine. Das nächste Auto, was ich mir hole, ist 100% ein Automatik. Nein. Nie wieder Schaltwagen. Es ist okay, aber Automatik ist viel besser. Es gibt keinen Nachteil. Nein. Der einzige Nachteil ist, dass du nicht auskuppeln kannst, wenn dein Gaspedal irgendwie stuck ist oder so. Nein. Kaffee mit auch. Ja! Ich trinke keinen Kaffee mit Milch. Ich trinke ihn schwarz, wenn man eine Seele. Du trinkst ihn auch nur hier schwarz, oder? Zu Hause trinkst du ihn auch mit Milch. Ja, hier traue ich der Milch nicht. Im Büro traut man der Milch nicht. Asbestvergiftung beim Wäschewaschen. Hä, wie geht das? Kriegt man da nicht Lungenkrebs oder so? Beine überkreuzen. Okay, stopp. Es gibt ja einen Unterschied. Es gibt ja den hier, wenn man seinen Knöchel auf das Knie abnimmt. Den mag ich gerne. Halt dieses, was ich jetzt nicht machen werde, wo man sich quasi unten alles einquetscht. Sehr unmännlich. So sitze ich nie. Ich auch nicht. Am Arsch oder Sack kratzen und dran riechen wie Jogi Löw. Hat auch jeder schon mal gemacht, oder? Ja. Da muss ich ja... Jogi Löw war mal Trainer von der Wiener Austria. Habt ihr es gewusst? Ey, Tati, danke schön für das verschenkte Sack. Keiner für schämen, wenn sogar der Jogi das macht. Der war schließlich Bundeskanzler. Sich am heißen Essen verbrennen. Unmännlich. Also eigentlich passiert mir das nicht, ne? Naja, aber mir ist es schon mal passiert. Tja. Dir ist es doch auch schon mal passiert. Nee. Niemals. Tiefe Stimme. Nein. Habe ich eine tiefe Stimme? Ich weiß nicht. Versuch mal richtig tief zu reden. Ich rede mal richtig tief. Du klingst so, als würdest du so tun, als würdest du tief reden. Ja, ich tue ja auch so, als würde ich so. Also was erwartest du denn hier? Auf Augenhöhe mit dem Sohn gehen. Er ist echt klein. Alter, überleg dir mal, wie fucking anstrengend es wäre, so zu laufen. Ja, ist aber schon sehr unmännlich. Mit einem Mantel und einer Zigarette rumstehen. Ich rauche. Ja, das ist sehr männlich. Auch nicht, verdammt. Also Rauchen schaut schon cool aus, bin ich euch ehrlich, aber Rauchen ist extrem uncool und das weiß ich, weil ich selber geraucht habe. Rauchen ist einfach nur scheiße. Vor allem, was ich auch nie verstanden habe, ist, wenn Leute, damals war ich in der Personalabteilung auch von der Firma, in der ich war, also für ein paar Monate, und wenn Leute vor dem Bewerbungsgespräch noch eine gesmoked haben, warum? Also das ist so dämlich, Ich weiß, es bringt dich runter und alles, aber mach das halt entweder vorm Duschen gehen oder so und dann halt von mir aus danach, das habe ich auch immer, danach habe ich halt dann eine geraucht, aber du stinkst wirklich, also vor allem für Nichtraucher, eben Stress, ich verstehe es, aber das macht den Eindruck so kaputt. Ich wette mit dir, wenn du auf einen Nichtraucher triffst und du hast gerade eben eine gesmoked
und entweder du stinkst extrem nach Zigaretten oder du hast einen angenehmen Parfumduft, das macht safe 10% mehr Extrapunkte oder sowas beim Bewerbungsgespräch. Mindestens. Sich anschnallen, definitiv eine feminine Eigenschaft. Also ich würde mich ja anschnallen, wenn ich nur im Auto sitzen würde. Wir sagen, wir kriegen ja beide einen Punkt. Verdammt, so unmännlich. Ja, Männer sterben. Hm, Männer sterben früher, genau deswegen. Toblerone abbeißen statt abbrechen haben... Ja, obwohl, du hast bestimmt noch nie eine gegessen, oder? Wie ich dich kenne. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Toblerone gegessen habe. Ich habe auch eine ganze scheiß Toblerone nicht reingedrückt. So ist es nicht, ne? In den Mund? Oder woanders? Kochen. Ich koche zwar selbst gerne, aber kochen. Ja, Männer dürfen nur grillen. Ja, grillen ist erlaubt, aber fucking zählt nicht. So, Vorhaut im Reißverschluss einklemmen. Sehr, sehr männlich. Hä, wie passiert dir das? Hast du einen Reißverschluss in deiner Unterhose oder was? Noch nie passiert. Oder trägst du gar keine Unterhose? Zum Glück auch nicht. Wutanfall beim Zocken. Ja, das habe ich nicht. Du hast schon mehrmals deine Maus irgendwie hingeknallt und weggeworfen und sowas. Aber nicht mehr. Du warst schon ein bisschen nicht anfälliger mehr dafür. Ja, es geht ja um jetzt, nicht um früher. Anzüge. Sehr männlich. Haben wir auch. Ich trage häufiger Anzug als du, würde ich sagen. Wo trägst du denn Anzüge? Immer, wenn ich Lust drauf habe. Nee. Und außerdem bei der Tageströte habe ich immer einen Sakko zumindest. Also. Vor Freude hüpfen. Ja, nee, ist schon ein bisschen uncool. Würde ich auch nicht machen. Nee, ist machen. Uncool. Nee, mach ich nicht. Vorhaut an den Händen und Schweißfuß. Was? Warte mal, ich meine, die Hornhaut. Vorhaut an den Händen. Ich habe Hornhaut an den Händen. Ich meine, wer hat das nicht? Ja, ich hatte auch schon immer welche von... Ich habe keine. Und ich wette, meine Füße stinken bestimmt bestialisch. Und hier habe ich auch... Aber da kannst du auch nichts dafür. Also wenn du irgendeinen handwerklichen Beruf oder sowas halt ausübst, dann kann das schnell mal passieren. Schwielen. Karottenschälen. Ja, das ist... Meine Frau will Karottenschälen. Das Ding ist, ich bin auch einfach nur ein bisschen abwaschen und gut ist. Ja, liebst du nämlich gar nichts schälen. Ja, stimmt. Warum schält man Karotten? Hä? So, wir haben noch ein paar nicht-männliche. Die männlichen Dinge haben wir durch. Oh, was? Okay, dann Bonusrunden. Hier kommen. Gegenwart anderer nicht pissen können. Ich kann immer pissen. Immer, ja, immer. Speedrunde. Na. Boah, das Schlimmste ist immer gewesen, wenn ich im Büro nicht pissen musste, aber ich wollte halt, weißt du, kurz Pause machen. Dann bin ich aufs WC gegangen und da war der Stall besetzt. Und dann musst du ja dann pissen oder sowas, weil du kannst ja dann nicht sagen, ah ja, naja, dann komme ich später wieder. Weißt du, was ich meine? Und dann stellst du dich dahin und stehst einfach mit deinem Schwanz draußen in einem Raum mit jemand anders und du wartest einfach, bis der weggeht. Fürsorglicher Vater sein und schlimmste Moment Erziehung ever. Und Kinderkram ist Weiberkram. Also ich bin leider ein fürsorglicher Vater. Ja. Was willst du da machen? Willst du da rüber? Na, läuft heute nicht, oder? Das kannst du ja auch nicht. Ja, ja. Selbstbefriedigung, weil es Sex mit einem Mann ist. Ja, das stimmt. Oh mein das Gott. Stimmt. Kriegen wir jetzt beide einen Punkt? Ja, wir kriegen beide einen Punkt. Rein? Ja. Im Sitzen statt im Stehen. Scheiße, nein, die Unmännlichkeit, die haut rein. No. Nein. Labello benutzen. Es gibt nur eine ganz kurze Zeit, wenn so hier alles so porös ist, dass man... Also kriegt Steven einen Mann, aber Lego bauen und sammeln. Ist aber wisst ihr, was ich auch hasse? Also Labello verwende ich nicht, aber ich habe auch kein Problem so mit meinen Lippen, die sind nicht spröder oder so. Meine Freundin verwendet oft so, wie nennt man das, so Handcreme oder sowas. Das könnte ich niemals machen. Ich würde dieses Gefühl, ich hasse das Gefühl generell, wenn man irgendwie mit irgendwas eingeschmiert ist und dann hast du da lauter Fusseln und sowas und alles bleibt bicken an dir und alles ist ekelhaft und wenn du dich da reinschmierst, dann ist alles so, weißt du, ich meine, Handcreme könnte ich niemals verwenden, weil das voll ekelhaft ist. Unmännlich? Okay, aber mache ich jetzt. Schau mal das neue Leo Mascher-Video, das schauen wir gleich. Ich auch nicht. Puh. Ich hab's für meinen Sohn halt. Macho gehabt. Ja, wir sind keine Machos. Sind die. Lächeln. Ich lächle nie. Nein. Du aber. Was? Nee. Weißwurst mit Ketchup. Ich esse keine Weißwurst. Ja, und ich würde sie nicht mit Ketchup essen. Renault Clio. Oh, du Wichser! Socken neben die Wäschetonne schmeißen. Das passiert aus Versehen. Sich die Nasenhaare zupfen. Zupfen? Zählt da jetzt auch wieder. Boah, zupfen muss ja sau wehtun. Trim, weil ich hab so ein Trimgerät, was ich mir so reinschiebe und was vibriert in meiner Nase. Das habe ich auch, aber das tut auch mega weh. Das ist voll Kacke. Also, mich nasal befriedigt. Ja, darauf erstmal ein Steak unter veganer Post kommentieren. Nee, sorry, das ist super männlich. Männlich ist, wenn du einfach dein Steak isst und einen Fick gibst und es anderen Leuten nicht unter die Nase reibst. Ja, das ist true. Aber dann oh nein, das war das Ende. Wow. Puh, okay, wenn wir so durchzählen, sind wir ganz klar, wir sind beide verkackt unmännlich. Wir sind keine Männer. Das ist natürlich offen, was wir wirklich sind. Einhörner? Die Gesellschaft kann das für uns bestimmen, denn es ist ja irgendwie funktioniert das so oder so. Ich weiß es nicht genau, aber... Komisch, dass nicht irgendwie sowas wie lange Haare kam oder sowas. Weil ich finde, lange Haare sind sehr unmännlich. Ja, aber so der, weißt du, der Wikinger mit seiner Axt, der hat mal richtig lange Haare. So. Ja, aber Wikinger machen eben männliche Sachen, wie andere Dörfer raiden und dann die Frauen entführen. Damit und vergewaltigen nicht vergessen. Man kann sie auch entführen. Oh mein Gott. Ja, gutes Video. War lustig. War mal was anderes. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und ich hoffe, ich bin ein Stückchen männlicher geworden. Weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat oder nicht, aber war ganz lustig. War ganz lustig. Warum nicht?